Die Welt verändert sich extrem schnell und extrem stark. Eventuell spürst du schon, dass irgendwie der Wind des Wandels weht, sich irgendwas verändert, aber kannst es noch nicht genau deuten. In diesem Video möchte ich dir erzählen, was genau passiert. Also, ich habe mich die letzten Monate wirklich hier eingeschlossen und geforscht. Und zwar auf extrem ho hohem Niveau, sage ich mal. Wahrscheinlich eine Stufe too much auch, denn ich habe mich quasi monatelang von der Außenwelt abgekapselt, nur in Bücher vertieft, und das waren auch keine einfachen. Und mir ist aber ein Muster aufgefallen. Und zwar gibt es verschiedene Forscher weltweit, die extrem geforscht haben, was Werte betrifft, Bedürfnisse betrifft und auch was Bewusstsein betrifft. Unter anderem sind das Forscher wie Maslow gewesen, wie Richard Barrett, welcher die Bedürfnispyramide von Maslow quasi erweitert hat. Das sind Forscher wie Hawkins, David Hawkins beispielsweise, der eine Karte des Bewusstseins gemacht hat. Das ist zum Beispiel Spiral Dynamics, welche eine komplette Spiral, ich sag mal, Diagramm für Wertehierarchien gemacht haben. Das ist unter anderem ein Frederick Dodson, der Bücher dahingehend geschrieben hat über das Bewusstsein. Das ist unter anderem ein Ken Wilber. Ich möchte hier nicht zu tief darauf eingehen, und wenn du noch nichts davon gehört hast, dann mach dir jetzt keinen Kopf, sondern es gibt eine Sache, welche alle irgendwie für sich erkannt haben, und zwar der Mensch entwickelt sich weg von seinem eigenen Ego, weg davon, welche Dinge er für sich selbst braucht, hin zu dem auch zu gucken, hey, was braucht meine Familie? Und noch weiter hinzugucken, was braucht mein Land, was braucht die Welt? Das ist die Veränderung von Egoismus zu, ich glaube, man nennt das, oder egozentrisch zu ethnozentrisch hin zu weltzentrisch. Das ist die Veränderung, die wir alle durchlaufen. So, manche schneller, andere langsamer. Wieder andere werden am Ende des Lebens relativ weit oben stehen, wieder andere nicht. So, und übrigens nicht, weil sie es nicht könnten, sondern oftmals, weil viele Menschen einfach nicht wollen. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Wir spenden, glaube ich, derzeit mehr als je zuvor. Es gibt einen enormen Trend, welcher kein Trend ist, bezüglich vegetarischer oder veganer Ernährung. Man hat jahrelang Tiere gegessen, unsere Eltern sind damit groß geworden. Und mittlerweile ist das kein Trend mehr. Ich bin mir sehr sicher, dass in 50 Jahren unsere Kinder auf uns zeigen werden und sagen werden: Sag mal, Mama, sag mal, Papa, stimmt das, dass ihr damals Tiere getötet habt und gegessen? Ich glaube, aus genau so einer Unverständlichkeit wird die Frage unserer Kinder später kommen. Zu Recht. Und ich meine, es ist alles konditioniert. Wir töten Schweine und essen Schweine, die kognitiv intellektueller oder intelligenter sind als Hunde. Aber unsere Hunde halten wir, da lassen wir nichts drauf kommen und die Schweine essen wir. So ist es paradox. Das ist per Definition geisteskrank. Aber nur weil wir hier so erzogen worden sind, ist das für uns normal. Wir sehen den Rest nicht. Aber wir merken dadurch, dass das eben keine Trends sind, die sich so entwickeln, sondern wir werden wirklich zunehmend bewusster, achten zunehmend darauf, oh, wir können keine Tiere verletzen, wir achten zunehmend auf den Umweltschutz. Das sind alles Sachen, die sich entwickeln, wo wir bewusster werden. Wir gucken, dass wir kein Plastik irgendwo hinschmeißen. Wir gucken, dass übrigens nicht alle, ne, ich rede jetzt im Plural, nicht alle, natürlich nicht. Und das sind generelle Entwicklungstrends. Es gibt immer welche, die da nicht mitziehen. So, die Frage ist, ob sie damit sich selbst mehr schädigen oder der Umwelt oder beiden gleich. So, aber der Punkt ist, das sind generelle Entwicklungstrends. Raus aus dem Egoismus, raus aus der egozentrischen Haltung, hin zur ethnozentrischen Haltung, hin zur weltzentrischen Haltung, zu gucken, was ist wichtig für die Welt, nicht nur was ist wichtig für mich. Und viele werden das noch aus der Schulzeit kennen, diese Bedürfnispyramide von Maslow. Ne, da ganz unten sind die Sicherheitsbedürfnisse und so weiter, die Dinge, die wir brauchen. So, und wir leben in einer Gesellschaft, die relativ reich ist. Das heißt,
Gerade in Deutschland hier sind oftmals all unsere Grundbedürfnisse gedeckt. So, wir müssen nicht gucken irgendwie, dass wir für die meisten in Deutschland, dass wir erfrieren, weil wir haben eine Heizung. Wir müssen auch nicht gucken, dass wir verhungern, jeden Tag aufs Neue, weil wir aufstehen müssen und losziehen müssen mit einem Speer, uns auf irgendwelchen Bäumen verstecken, um wilde Tiere zu jagen, die zu erlegen, die zu auszunehmen und zu grillen und dann essen zu können. Das müssen wir nicht. So, wir haben das alles nicht mehr. Wir haben diese Sicherheit. So, und mit zunehmender Sicherheit, mit zunehmender Bequemlichkeit, so passieren zwei Dinge. Und zwar, wir wachsen über uns hinaus und wir haben auf einmal das kognitive Potenzial, beziehungsweise die kognitive Ressource, uns andere Fragen zu stellen. Wenn du dir den ganzen Tag nur die Frage stellst, wie kann ich überleben, wie beispielsweise viele Leute heute noch in Afrika, dann hat das wenig Sinn, dass Leute wie ich da hinfahren würden und sagen, ja, aber was denkst du, warum bist du hier? So, warum bist du hier und was ist dein Ziel? So, die werden sagen, Alter, geh weg, ich hab Hunger. Zu Recht. Das heißt, auch diese Videos hier, es hat einen Grund, warum du dieses Video guckst. So, und egal, ob du gerade arbeitslos bist oder sonst was oder mittellos bist oder was auch immer, dir wird es immer noch besser gehen als wahrscheinlich 50% der Menschen, die hier auf der Welt leben. Werd dir dessen bewusst. So, nur deshalb schaust du überhaupt das Video und nutzt deine freie Zeit, um über solche Fragen nachzudenken und stößt auf Videos wie dieses hier. So, das ist wichtig zu verstehen, denn während wir jetzt zum Beispiel nach Maslow auf der Pyramide aufsteigen, stellen wir uns immer größere Fragen. Und wir stellen uns die Frage nach Selbstverwirklichung, wir stellen uns die Frage nach Transzendenz. Und genau diese Fragen, die waren immer schon da, deshalb gab es Religion seit 2000 Jahren, Weisheitslehren und so weiter. Sie gab es immer schon. Es gab auch immer schon Menschen, die auf einer gewissen Bewusstseinsebene waren und Dinge immer tiefer hinterfragt haben, aber das war nicht die Norm. So, es entwickelt sich jetzt aber dahin, dass diese Fragen zur Norm werden, denn wir haben Essen im Überfluss, wir haben Wissen im Überfluss. Ne, jedes kleine Kind mit einem Smartphone hat mehr Zugang zu Wissen als der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika in den 90er Jahren. So, das sind alles so Sachen, die muss man sich bewusst werden. So, wir nehmen das heute als selbstverständlich an, was auch normal ist, wenn du hier geboren bist. Aber deshalb sage ich es hier. So, was jetzt passiert ist, wir haben enorm viele Menschen, die sich die größeren Fragen des Lebens stellen. So, und wir haben unten, wenn wir uns verschiedene Bewusstseinsstudien anschauen oder Bewusstseinsskalen anschauen, dann stellen wir fest, dass wir hier auf den unteren Ebenen oft sehr viel Negativität haben. Die unteren Ebenen, die sorgen dafür, dass wir automatisch in der Regel nur an uns denken. So, ich will das aber jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt das und das, ich will hier raus, ich habe jetzt Hunger, es ist mir egal, was ihr sagt, ich brauche einen Partner, damit ich glücklich bin, oder wenn ich nur eine Arbeit hätte, dann wäre alles anders und so weiter. Das passiert hier auf den unteren Ebenen. Wenn wir steigen darauf, dann entwickeln wir Mut und wir entdecken Stolz und wir entdecken Dinge, die dazu führen, die Entwicklung, die wir in den letzten 20 Jahren hatten, zum Beispiel in Deutschland, extrem stark, dass wir uns sehr auf Persönlichkeitsentwicklung fokussieren, auf Ziele und die Ziele auch zu erreichen. So, hustlen, ne? Zieh durch, Junge, erreich deine Ziele, lass deine Ziele nicht los. Wenn du 50 Mal hinfällst, steh ein 51. Mal auf und all solche Sachen. Das passiert auf den mittleren Ebenen. So, aber irgendwann merken einige Menschen, dass auch das nicht wirklich füllend ist und die wollen mehr. Mehr vom Leben als immer nur zum nächsten Ziel und 100% Energie reinstecken, um das nächste Ziel zu erreichen. Und wenn du das hast, dann kann man sich kurz freuen, so einen Tag, vielleicht auch zwei oder drei, aber dann hört es schon langsam wieder auf, denn man will sich ja nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, also steckt man sich das nächst höhere Ziel und gibt wieder alles, um das zu erreichen. So, und wieder und wieder und wieder. So, einige merken irgendwann, das ist nicht the way to go. Und da, mit diesem Wege wirst du niemals ankommen und fragen sich dann, was will ich eigentlich wirklich? Also will ich wirklich immer die nächsten Ziele? Will ich wirklich XYZ oder was will ich eigentlich? Und dann kommen viele auf den Bereich der höheren Ebenen, wo sie sich mit spirituellen Themen beschäftigen. Diese spirituellen Themen sind aber weder was für Leute, die hier ums Überleben kämpfen, noch ist das was für Leute, die voll in ihrem kognitiven Modus sind, wo sie immer die nächsten Ziele anstreben. Denn
Die nehmen das so noch nicht wahr. Es ist buchstäblich nicht sichtbar für die, dass es sowas geben kann. Das ist nicht in deren Horizont. Sie sehen es faktisch nicht. Es ist alles da, aber sie können es nicht sehen. Wirklich nicht sehen. Das ist so krass. Ich sag das jetzt und ich weiß genau, wenn man das hört, weil ich habe selbst oft sowas gehört. Ich denke mir, naja, also die Sachen werden ja nicht unsichtbar, nur weil man so. Nein, die Sachen im Außen werden nicht unsichtbar. Aber du bist nicht in der Lage, diese Sachen im Außen wahrzunehmen. Bist du nicht. So, wenn du gerade damit beschäftigt bist, irgendwie enormen Liebeskummer zu haben und du bist gerade extrem in ein Loch gefallen und so weiter und so fort, dann wirst du durch die Stadt gehen und du wirst überall Paare sehen, die Händchen halten, Paare sehen, die sich küssen. Du wirst Leute sehen, die irgendwie verliebt auf ihr Handy gucken und irgendwie eine WhatsApp-Nachricht an irgendwen schicken, den sie mögen. Du wirst lauter Sachen sehen, die zu deiner Realität passen, die zu deiner Frequenz passen, die zu dem passen, was du gerade für dich selbst fühlst. Das ist das, was du im Außen sehen wirst. Es gibt natürlich faktisch nicht mehr Verliebte als noch vor einem Jahr oder mehr Menschen, die sich mögen, als noch vor einem Jahr. Das ist ja, ne, Bullshit. Aber du siehst mehr davon. Was du aber nicht sehen wirst, sind zum Beispiel Bücher wie dieses hier. Zack, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ich hoffe es. Wirst du nicht wahrnehmen. Selbst wenn du es wahrnimmst, wirst du nicht darauf eingehen können. So, das ist extrem. So, deshalb eine Sache vorab. Das ist diese Sache, die sich aktuell weltweit global verändert. Das ist die Sache, die sich weltweit gerade, die weltweit passiert. Und mittlerweile sind wir in diesem Umbruch von diesem, ich bin raus aus den Grundbedürfnissen, habe die intellektuelle Kapazität und den Mut und vielleicht den Stolz, erkannt zu haben, Ziele zu erreichen. So, und bin in diesem Modus, gehe von Ziel zu Ziel zu Ziel zu Ziel. Und jetzt gerade sind wir in dieser Umbruchphase von diesen mittleren Ebenen hin zu den höheren Ebenen. Wir sind in der Phase des spirituellen Wandels. Und für sehr viele Menschen ist das spürbar. Das ist der Grund, warum das so ist. Uns geht es besser als je zuvor. Also wenn du hier auch auf dieses Video gestoßen bist, wird auch das kein Zufall sein. Es wird seinen Grund haben, warum du dich mit diesen Themen beschäftigst und vor allem, warum du dieses Video hier als einer von vielleicht wenigen bis zum Ende geschaut hast und warum du hörst, dass ich dir jetzt sagen werde, dass wenn du dich tiefer mit solchen Themen beschäftigen willst, unter diesem Video und im ersten Kommentar einen Link finden wirst zum Live Transformation Coaching, wo du von mir persönlich betreut wirst und extrem viel mehr noch über diese Themen erfährst. Wenn das spannend für dich klingt, klick auf den Link, schau dir das Video dort an und wenn du damit resonierst, wenn du denkst, Mensch, das hört sich gut an oder das fühlt sich gut an, dann freue ich mich darauf, dich im Coaching begrüßen zu dürfen. Mach dir einen schönen Tag, ich wünsche dir das Beste, bis dahin, adios.